Wie versprochen starte ich genau wieder hier. Ich bin nochmal zurückgegangen und es gab keine Items oder so mehr. Also machen wir einfach weiter. Wir gehen erstmal hier lang. Und hier kommen wir nur zurück. Okay, das heißt, wir sind dem Ausgang ziemlich nah. Wenn er nicht sogar schon um die nächste Biegung hier sein könnte. Ich glaube ja. Ja, wir sind schon am Ausgang. Cool. Wir sind im Ostsektor, sagt uns die Karte. Und ich glaube hier unten... Warte, was? Was zum... Gehörst du zu den AOA? Ich werde mich nicht ergeben. Ich werde auch mit meinen Digimon besiegen. Ich werde euch mit meinen Digimon besiegen. Hey, warte, ich bin nicht von den AOA. Ich bin Eddie und komme vom Asuka-Server. Ist das wahr? Ich dachte, du gehörst zu ihnen. Ich heiße Kenny. Aber wie bist du hergekommen? Ich bin durch das Sicherheitsloch von Bulbmon gekommen. Kenny, weißt du, wo das Digi-L des Wissens ist? Nein, ich weiß es leider nicht. Aber da du sowieso nicht danach suchen kannst, ist es egal. Die AOA haben nämlich den Amaterasu-Server übernommen. Das weißt du erst, wenn du es versuchst. Was ist mit den anderen Tamern? Wurden gefangen und gezwungen, Digimon für Krieg zu züchten. Dann wurden sie alle in Oinkmon verwandelt. Wieder Oinkmon, oh Mann. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Genau, das ist auch unsere Meinung. Die, die nicht gefangen wurden, sind im Widerstand organisiert, um AOA zu stürzen. Ich will mich ihnen anschließen und suche daher nach ihnen. Ein Widerstand. Ich will auch helfen, habe aber keine Zeit. Verstehe. Sehr schade. Ich gehe dann. Pass auf dich auf, Eddie. Ja, du auch. Mach ich. Das brauchst du, um dich im Amaterasu-Server zu bewegen. Ich hab die Kumpel-ID. Cool. Damit denken sie, dass du Mitglied der AOA bist. Wenn du dich nicht zu blöd anstellst, kommst du durch. Danke, nett von dir. Ich gehe dann, sei vorsichtig, Eddie. Klar, machen wir alle. Warte, was? Klar, wir machen sie alle fertig. Wir machen sie alle. Oh, okay, gut. Jetzt habe ich den Satz verstanden. Das war ja nett. Auf zum Digi-L des Wissens. Ja, Junior, denk du nur daran. Ich meine, wir hätten die Chance, jetzt hier den Server aufzuräumen. Gab es hier nicht wilde Digimon? Ich glaube nicht. Na gut. Hauptsache, das Inn ist noch völlig unverseucht von AOA. Passt mir gut. 56 Bit. Wir kommen irgendwann noch in den dreistelligen Bereich. Und dann werden wir uns 56 Bit zurückwünschen. So, der Amaterasu-Server ist genauso aufgebaut wie der Asuka-Server, nur er hat eine andere Farbe. Und ich wollte nur mit diesem Oinkmon hier reden. Und hier laufen die stärkeren Versionen von allen anderen rum. Aus dem Weg. Wobei, der steht sowieso wieder auf. Ja. Oh Gott. Oh Gott, bin ich unterlevelt? Au. Es hat schon mehr Schaden gemacht. Dann versuchen wir das nächste den Snowstorm. Hat das mehr Schaden gemacht als vorhin? Hat sich so angefühlt. Okay, den meisten Schaden machen wir wohl echt mit Snowstorm gegen Flymon. Zumindest gegen dieses Flymon. Mal sehen, ob das reicht. Ich bezweifle es irgendwie. Oh doch, es hat gereicht. Ein Level up, ey. Alles klar. Oh Mann, das wird hier sehr, sehr anstrengend für uns. Ich merke das schon. Ich war letztes Mal, glaube ich, doch... War ich auf dem Mega-Level das letzte Mal, wo ich hier war um die Zeit? Ich meine schon, ich glaube, ich war auf dem Mega-Level.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so gut durchgekommen bin. Oh Gott, ey, das wird sehr, sehr hart für uns. That's what she said. Fallen wir sehen hier nur Oinkmon und AOA-Mitglieder, wobei ein Mitglied der AOA sehen wir noch nicht. Es gibt hier, glaube ich, auch neue Kartmon, aber um die werde ich mich später kümmern. Zunächst einmal sollte ich vielleicht doch wieder ein bisschen leveln. Wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir versuchen erstmal nach Amaterasu City zu kommen. Oh je. Blossomon. Wie viel Damage macht das? Okay. Versuchen wir als nächstes Eis. Nein, Elektrobolt macht mehr Schaden. Okay. Versuchen wir nach Amaterasu City zu kommen. Was im Grunde Asuka City ist, auf dem Asuka-Server. Aber wir sind ja auf dem Amaterasu-Server. Also es ist Amaterasu City. Logik! Oh, da unten steht ja einer und hier triggert... Sogar hier triggert dieser Event. Kommt. Oh, Sneemon. Ich sollte austauschen. Oh Gott, ich habe ein so unbändiges Verlangen, das Digimon auszutauschen. Wo kommt das noch einmal her? Oh Mann. Mach es weg. Es steht nochmal auf, oder? Ja, tut es. Meine Güte. Meine Güte, ey. Oh Gott. Ich mache einen Vorschlag. Ich werde nach dieser Aufnahme, je nachdem, ob wir noch irgendwie Story triggern oder nicht, eine Trainingssession ansetzen. Eine weitere. Und werde... Mein Gott, ey. Oh Gott, ich muss mich heilen. Und werde dann, sobald wir das Mega-Level haben, noch einmal ansetzen, weil das geht gerade überhaupt nicht. Ich habe kein Problem damit, dass wir uns mit den Viechern rumschlagen, aber das gerade war viel zu krass. Viel, viel, viel zu krass. Ich hasse meinen Mistjob. Oh, stimmt, wir können gegen die kämpfen. Hatte ich schon wieder total vergessen. Ein Dokugumon. Ich habe gar nicht drauf Ich hätte echt nicht gedacht, dass da jetzt noch was kommt, aber... Stimmt, wir können ja gegen die AOA-Leute kämpfen. Wir sind vergiftet, oder? Wir sind garantiert vergiftet nach diesem Angriff. Und ja, das sind wir. Muss ich nichts zu sagen. Oh, wie großzügig! Das wird so nichts. Das wird so nichts. Überhaupt gar nichts.
so überhaupt und absolut gar nichts. Und vergiftet, jawohl. Naturellement sind wir vergiftet. Naturellement. Was haben wir denn anderes erwartet? Hätten wir was anderes erwartet? Nein. Könnte ich jetzt bitte auch mal an die Reihe kommen, hier anzugreifen? Und können sich meine Digimon mal dazu bewegen, einen Angriff abzuwehren? Ich meine, gut, so geht's natürlich auch, aber... Okay. Mir persönlich wäre es natürlich lieber, wenn wir selbst mal angreifen könnten. Oh, wie großzügig! Oh, diese Chance müssen wir sofort nutzen! So, damit ist das Mistvieh weg. Noch eins! Und dann noch das aus der Wüste? Ah, come on! Wir sind nicht vergiftet. Was? Abgewehrt? Und kriegt so gut wie gar keinen Damage. Ich werde mich aufs Mega-Level trainieren. Es geht nicht... Oh Gott! Oh Gott, und wir müssen uns auch mal endlich richtig heilen! Oh Gott, nein! Ah, jetzt wehrst du ab. Oh Gott! Wir müssen uns erst richtig heilen. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß! Der ist immer noch... Wir kämpfen immer noch gegen den! Oh Gott! So, jetzt reicht's mir aber endgültig. Scheiß drauf. Einfach nur Scheiß drauf. Dann stirbt Peldramon von mir aus, aber... Ich werde nicht nochmal eine Disc benutzen wegen sowas. Sind schneller. Nein, nicht! Das ist ein verdammter Scheißhaufen! Der uns aber nicht mehr vergiften kann. Okay. Letzte Disc. Wenn jetzt nochmal was passiert, dann scheiße ich drauf. Der lebt noch, oder? Oh mein Gott! Ja. Ja, ich brauche das Mega-Level. Ich brauche das verschissene Mega-Level für diese Zone hier. Oh mein Gott, mach es weg. Mach es weg. Schnell. Es geht nicht anders. Ich werde jetzt umdrehen und das Mega-Level anstreben. Alter, what the fuck? Wie krass ist der Levelanstieg denn jetzt? Meine Güte! Und das habe ich gemeint, wo ich vom rapiden Levelanstieg irgendwann mal geredet habe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt schon kommt. Alter! Ich muss mich heilen, um es wenigstens jetzt in zu schaffen. Okay, es dürfte reichen. Alter Falter, ich werd nie mehr. Das ist ja mal krass. Alter Falter, ey. Und ich musste mich unbedingt von der Vergiftung heilen, weil... Das zieht ein Viertel Leben ab. Das hätte ich sonst nicht hinbekommen. Weil man könnte jetzt argumentieren, nein, du bist genau, du kannst es mit denen aufnehmen. Du
Du hattest halt nur gerade Pech mit der Vergiftung. Ja, aber die Vergiftung spielt eine Rolle. Wenn ich die Vergiftung nicht handeln kann, dann bin ich einfach nicht hoch genug. Das geht nicht. Und jetzt zu sagen, das war jetzt nur ein Kampf gegen ein AOA-Mitglied. Ja, aber das wird nicht leichter. Das wird auch nicht leichter mit der Zeit hier. Glaub mal, wir müssen trainieren. Wir brauchen unbedingt das Mega-Level. Ich meine, schaut euch das doch an. Ich habe kein Problem damit, gegen Trash-Mobs zu kämpfen. So zwei, drei Runden finde ich absolut okay. Okay, das war, glaube ich, ein Crit. Aber zum Beispiel, wo ich mit Resumo hier da war, das Ding hat ja alles weggesteckt einfach. Das geht nicht. Zumindest mit Resumo brauche ich auf jeden Fall das Mega-Level. Ich habe gewonnen, Brille. Interessant. Werde ich die Folge jetzt hier beenden? Nein, ich will vorher noch was ausprobieren. Und zwar will ich gucken, wie stark die Kartmon hier sind. Ich glaube nämlich, das sind jetzt die mit drei Karten an den Seiten. Nee, das ist immer noch das hier. Aber hat das jetzt andere Booster? Wenn es dasselbe Kartmon ist, dann dürfte es das hier nicht überleben. Ist es tatsächlich dasselbe Kartmon? Ah, okay. Es gibt genauso viel EP und Bit wie die Kartmon, die wir kennen, aber es gibt uns einen besseren Booster. Okay. Das heißt, gegen die Kartmon kann ich durchaus kämpfen. Das ist schön. Zumindest gegen die Kartmon hier kann ich kämpfen. Das ist gut. I like it. Okay. Das heißt, ich kann Booster sammeln und trainieren. Das ist gut. Und ich muss in der Theorie auch den Server, glaube ich, nicht verlassen für Training, weil die Trainingshalle bei Amaterasu City dürfte nutzbar sein. Aber ich komme hier, glaube ich, nirgendwo an einen Computer. Ich glaube, ich komme nicht an einen Computer ran. Das ist das einzige Problem, was ich, glaube ich, gerade habe. Es wird eine Menge rumgelaufen sein, aber wie gesagt, ich brauche unbedingt das Mega-Level. Ihr seht es selbst. Das ist nicht handelbar. Und ich muss nicht gegen die AOA-Leute kämpfen. Das muss ich nicht, aber das ist AEP und Bit, was ich verliere. Und ich meine, komm schon. Natürlich müssen wir gegen die kämpfen. Ja, wir verbleiben bei dem Mega-Level. Wir machen dann hier erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Also ich zumindest, ich muss trainieren. Und ich sage schon mal jetzt, bis zum nächsten Part. Baba. Seht es euch an! Seht es euch an! Oh Mann. Jetzt aber wirklich. Baba.